Wir bauen heute ein Palettenhochbeet, das könnt ihr sowohl auf dem Balkon aufstellen als auch draußen im Garten. Für die Seitenwände verwenden wir einfach die Paletten, sodass man die im Grunde nur zusammenschrauben muss und schon steht das Ganze. Das ist super günstig und das ganze Beet ist in weniger als einer Stunde aufgebaut. Wir haben, um an die Paletten zu kommen, bei verschiedenen Firmen in unserer Stadt angerufen und dann haben wir 4 Stück geschenkt bekommen. Ich blende hier mal die anderen Materialien ein, die man braucht. Hochbeete können ja super teuer sein, aber wenn man günstig an Paletten kommt und vielleicht noch die eine Schraube oder die andere Plane aus dem Keller hervorkramt, dann kann man sich so ein Hochbeet für fast 0 Euro bauen. Wir bauen das Hochbeet jetzt auf dem Balkon, aber wie gesagt, das geht genauso gut im Garten. Auf die Unterschiede gehe ich dann gleich noch ein. Die langen Seiten des Beetes bestehen einfach aus ganz normalen Paletten, wo man jetzt auch nichts abschneiden muss oder so. Und für die kurzen Seiten haben wir jeweils eine Palette so eingekürzt, dass das Beet eine für uns und unseren Balkon gut passende Tiefe hat. Also da könnt ihr das Beet einfach so breit machen, wie ihr das gerne habt. Als wir die Paletten für die kurzen Seiten zugesägt haben, haben wir das an der Außenseite überstehende Brett bis zum nächsten Klotz in der Palette, also da sind ja immer diese Klötze, haben wir eingekürzt, weil das sonst so seltsam abstehen würde. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jetzt kannst du die Paletten einfach miteinander verschrauben und wenn das Ganze ein bisschen wackelig ist, dann ist es ganz praktisch, wenn man an der Innenseite des Beetes Winkel verwendet. Unser Hochbeet soll auf dem Balkon stehen, deswegen brauchen wir einen Boden und wollen das Beet auch wasserdicht mit Teichfolie auskleiden. Hier schneide ich gerade die Teichfolie so zu, dass sie ein gutes Stück größer ist als das USB-Brett, das wir als Boden verwenden, damit wir die Teichfolie gleich an den Seiten hochziehen können, um das Beet unten abzudichten. Wir haben beim Aufbauen darauf geachtet, dass die Unterseite des Beetes nach oben schaut. Das ist einfach in unserem Fall die hässlichere Seite gewesen. Ansonsten gibt es da nicht viel zu beachten. Das ist ja oben und unten normalerweise gleich. Aber so können wir jetzt einfach den Boden oben anschrauben und das Beet dann einfach umdrehen. Wir haben das Hochbeet ja jetzt auf dem Balkon aufgebaut, aber man kann das genauso gut im Gemüsegarten aufbauen. Für uns war es hier wichtig, dass das überschüssige Wasser nicht einfach unten rausläuft und hier dann eine Pfütze auf dem Balkon bildet. Deswegen haben wir die USB-Platte unten verschraubt und das alles dicht gemacht. Aber in einem normalen Gemüsegarten ist es ja gar nicht schlimm, wenn das Wasser unten rauslaufen kann. Das ist sogar besser für die Pflanzen, wenn man dann nicht Gefahr läuft, dass sich da Staunässe bildet. Aber im Garten gibt es ein anderes Problem. Das sind die Wühlmäuse. Die haben wir hier auf dem Balkon nicht, aber draußen eben schon. Und deswegen würde ich, wenn ihr das Beet im Garten aufbaut, statt der USB-Platte unten den Kaninchendraht dran tackern. Da könnt ihr auch die Teichfolie weglassen, sodass ihr die Mäuse aussperrt und das Wasser immer noch ablaufen kann. Hier kleide ich gerade den unteren Teil des Beetes so mit Folie aus, dass dann am Ende keine Schlammsutsche auf unserem Balkon laufen kann. Aber man kann da auch andere Sachen für verwenden. Also ich hatte diese Teichfolie einfach noch im Keller liegen. Vielleicht habt ihr noch irgendeine andere Plane irgendwo liegen, die ihr verwenden könnt. Ich finde es immer viel schöner, wenn man einfach das Beste aus dem macht, was man hat. Dann ist es auch viel günstiger und man muss nicht lauter neue Sachen kaufen. Die Seiten haben wir statt mit Teichfolie mit Noppenfolie ausgekleidet. In dem Fall würde ich wirklich eine stabile Abdichtung, wie zum Beispiel die Noppenfolie, verwenden, weil das Beet ja an manchen Stellen Lücken hat, eben immer zwischen den Brettern der Paletten und sich die Erde sonst durchdrücken könnte, wenn man eine Folie verwendet, die vielleicht schneller reißen würde. Ich habe beide Folien mit einem Schlagtacker fixiert und dann haben wir oben auf der Beetkante sozusagen noch Bretter montiert, einfach weil es ein bisschen schöner aussieht, weil man dann auch leichter was ablegen kann und weil das Holz nicht so rau ist wie das Holz der Paletten. Das ist übrigens Anke, die kennt ihr ja vielleicht schon aus einem der anderen Videos. Das Hochbeet ist jetzt ganz schön wuchtig, da müsst ihr auf jeden Fall mit der Statik von eurem Balkon aufpassen und erstmal schauen, ob ihr da so ein schweres Teil überhaupt aufbauen könnt. Aber man kann das Ganze natürlich auch halb so hoch machen, indem man es einfach hier absägt oder auch einfach hier absägt, sodass man das in der Höhe variiert. Da kann man immer noch ganz viele tolle Gemüse reinpflanzen, aber es ist dann eben nicht mehr ganz so massig und schwer. Nächste Woche zeigen wir euch dann, wie man das Hochbeet richtig befüllt. Deswegen gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sobald das Video erschienen ist, verlinke ich euch das da drüben. Und dann geht raus und macht die Welt ein bisschen grüner, baut eure Hochbeete. Und wir sehen uns am Samstag wieder um 10 Uhr für ein neues Video. Tschüss!